Entschuldigen Sie die kurze Unterbrechung, liebe Hörer. Eine Eilmeldung. Der Stromausfall heute Morgen in weiten Teilen Stuttgarts wurde durch Tiefbauarbeiten am Hauptbahnhof ausgelöst. Die beschädigte Leitung konnte mittlerweile repariert werden. Und weiter geht's im Dreivierteltakt. Nicht passiert. Frau Majowski? Frau Stein kann Sie nicht hören. Ist sie tot? Nein, sie lebt. Frau Majowski, gehen Sie doch nach Hause. Mein Kollege Rico Sander wird Sie begleiten. Bei mir ist aber nicht aufgehört. Das macht nichts. Mein Kollege möchte Ihnen auch nur ein paar Fragen stellen. Ja, kommen Sie mit. Entschuldigung, ich muss noch mal nach Hause. Wegen des Stromausfalls konnten wir heute Morgen Ihr Referat nicht ausdrucken können. Tiefkühltruhe habe ich vergessen. Wie heißt Sie? Mein Name ist Sander. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Mein Name ist Sander. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Schreit Sie mir doch nicht so an. Um 13.22 Uhr hat Ingrid Majowski die Kollegen verständigt, weil sie sich Sorgen gemacht hat um ihre Nachbarin, Gisela Stein. Die Kollegen, danke. Haben dann die Haustür geöffnet und die alte Dame bewusstlos am Boden liegend vorgefunden. Ja. Können Sie mir jetzt einfach schildern, was genau passiert ist? Skisela kommt jeden Mittwoch zu mir rüber, zum Katerspielen. Seit 13 Jahren, seit ihrer Pensionierung, machen wir das so. Heute war alles anders. Ihr habt mich gewundert, weil der Wagen vom Herrn Franki noch da stand. Ja, und hier liegt noch die Leiche von Ihrem Pfleger, Sven Franke. Guten Tag. Darf er Seifert. Frau Bardusi? Hallo. Tja, das ist mal kein Hinweis auf einen Einbruch oder so. Das Fenster schon zwar auf, aber sieht nicht so aus, als ob jemand eingestiegen wäre. Wo bin ich stand geblieben? Sie haben sich gewundert, da der Wagen vom Herrn Franke noch da stand. Was genau haben Sie dann gemacht? Ich hab mir natürlich Sorgen gemacht. Hab geklingelt. Hab probiert, durch die Briefkasten zu gucken. Bin ums Haus rumgeschlichen. Wie Miss Marple. Dann habe ich ihre Kollegen verständigt. Was wissen wir denn über den jungen Mann? Sven Franke war angestellt beim mobilen Pflegedienst Wanninger. Er hat für beide Nachbarinnen gearbeitet. Von morgens war er drüben bei Frau Majowski und dann ab 9 Uhr hier bei Frau Stein. Irgendwelche Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung? Bisher habe ich noch keinen entdecken können. Todeszeitpunkt war vor etwa 1 bis 1,5 Stunden. Also zwischen 00:30 und 01:00. Danke. Können Sie schon was zur Todesursache sagen? Bläulich verfärbte Lippen bei ihm, Schluckbeschwerden und Übelkeit bei der alten Dame. Aufgrund der Symptome würde ich vorsichtig auf Gift tippen. Wie spät ist es? Kurz vor 2:00. Die Nachrichten fangen gleich an. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Der Herr Franke, der hat doch auch bei Ihnen gearbeitet. Heute Morgen zuletzt, ne? Was genau können Sie mir über den erzählen? Er war noch so jung, gerade wie Sie. Ja. Aber was genau hat er bei Ihnen gemacht? Einkaufen, kochen, putzen? Ja, lassen Sie mich jetzt vorbei, oder nicht? Entschuldigung. Das ist gerade alles ein bisschen viel. Sie sind ja ein lieber Kerl. Aber warum schreien Sie so?
Kuchen sind sie nicht mehr gekommen. Tja, zum Frühstück gab's jedenfalls Omelett mit Bärlauch. Am ersten Test. Riecht auf jeden Fall nach Bärlauch. Anna, würdest du die Angehörigen des Toten informieren? Und ich gebe dir Bescheid, sobald ich was Auffälliges finde. Hm? War das denn normal, dass Sie mit dem Herrn Franke zusammengegessen haben? Eigentlich nicht. Aber er ist ja jung und kräftig und ich esse ja nur noch wie ein Spatz. Es ist ja schade ums Essen, bevor ich es wegwerfe. Hm. Was ist denn nach dem Essen passiert? Das weiß ich nicht. Ich habe Kreuzworträtsel gelöst. Und Herr Franke hat den Haushalt erledigt. Und danach wollten wir noch gemeinsam Kaffee trinken. Und plötzlich war es ihm nicht gut und er musste sich setzen. Und dann ganz plötzlich ist er zu Boden gesackt. Ich muss wohl auch das Bewusstsein verloren haben. Mhm. Wie geht's ihm denn eigentlich? Der Herr Franke hat's leider nicht überstanden. Also, der Herr Franke ist verstorben. Oh Gott. Können Sie nicht noch ein bisschen hier bleiben? Aber klar. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihrem Pfleger? Ach, eigentlich gut, er war ein guter Junge. Ach, wo haben Sie denn diese Brandwunde her? Das war nichts. Das sieht aber nicht aus wie nichts. Wie ist das denn passiert? Ich war etwas ungeschickt. Ansgar! Oma, was machst du denn für Sachen? Das ist Herr Stoll, ein Polizist. Ein echter Kommissar, stell dir vor. Herr Stoll? Ja? Das ist mein Enkel, Ansgar. Ja, darf ich mal sehen? Das hier ist Oma, wie geht's dir denn? Ach, frag nicht, Junge. Ich möchte sogar nach Hause. Ja. Also die richtige. Entschuldigung. Wie lange muss ich hier bleiben? Das kann ich gleich mitfragen. Ich mach das. Ist gut. Frankes Eltern sind informiert, die leben auf dem Kanaren. Hallo. Den Job bei Wanninger hatte er seit 1,5 Jahren, aber erst seit 2 Monaten war er für Frau Majowski und Frau Stein zuständig. Ich fahre im Anschluss mal direkt zum Pflegedienst. Gut. Na, was ist passiert? Ich habe eine hübsche neue Assistentin. Die lässt sich ihr Kollege Stoll doch sonst nicht entgehen. Der bemüht sich gerade um eine andere Dame. Mhm. Nun, wie auch immer. Sven Franke ist zusammenfassend an einem Herzstillstand gestorben. Er wurde nicht vergiftet, so wie Sie vermutet haben? Oh doch. Der toxikologische Befund ist eindeutig. Kolchizin. Das ist ein Pflanzengift, das unter anderem in der Herbstzeitlosen vorkommt. Eine der giftigsten Pflanzen überhaupt. In der Regel kommt es innerhalb von 2 bis 5 Tagen zu einem qualvollen Tod. Aber Sven Franke hatte einen angeborenen Herzfehler, einen Defekt im Septum. Und deshalb ist sein Tod bereits wesentlich früher eingetreten. Herbstzeitlose sieht aus wie Bärlauch, oder? Man merkt, dass Ihre Eltern ein Gemüsegeschäft haben. In der Tat sehen die Blätter von Herbstzeitlosen und Bärlauch fast identisch aus. Deshalb kommt es auch immer wieder zu Vergiftungen. Da reichen schon geringe Mengen aus. Wenn der mit Gift versetzte Bärlauch verkauft wurde, dann müssten wir umgehend Alarm schlagen. Ich weiß. Aber Gisela Stein kann sich nicht erinnern, woher der Bärlauch stammte. Hanno überprüft deswegen die Einkaufsquittung. Sie hat Gott sei Dank sehr sorgfältig Buch geführt. Was ist denn das hier? Ach, das gehört zum Auto meiner Enkelin. Das muss ich reparieren. Durch den Stromausfall heute Morgen gab es einen Überspannungsschaden. Würdest du da nicht lieber jemanden dran lassen, der Ahnung davon hat? Wieso ist eigentlich der Pfleger tot und die alte Dame noch am Leben, wenn sie das Gleiche gegessen haben? Laut Professor Wolter liegt es zum einen daran, dass Sven Franke einen Herzfehler hatte. Und zum anderen, dass er wesentlich mehr gegessen hat. Wenn es sich tatsächlich um eine vorsätzliche Vergiftung gehandelt hat, dann sollte vermutlich Gisela Stein eigentlich das Opfer werden. Dass der Pfleger mitessen würde, das konnte vorher niemand wissen. Halt mich auf dem Laufenden. Friedemann oder Schrotti, die können dir bestimmt dabei helfen. Also, das schaffe ich schon noch alleine. Alles klar, danke schön.
Martina, sieh dir das hier mal an. Gisela Stein hat eine ziemlich große, relativ frische Brandnarbe am Unterarm. Als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie irgendwas gefaselt von wegen total ungeschickt angestellt. Das habe ich ihr nicht abgekauft. Deswegen habe ich mir mal die Patientenakte besorgt im Krankenhaus. Wann ist das passiert? Laut Akte vor ungefähr 4 Monaten. Der Franke macht den Job aber erst seit 2 Monaten. Davor war es eine Pflegerin, eine Ulrike Singer. Anna ist doch gerade unterwegs zu diesem Wanninger Pflegedienst. Rico, kannst du Anna mit Bescheid geben, dass sie auch nach Ulrike Singer fragen soll? Aha. Ansgar Stein wartet auf uns im Befragungsraum, das ist der Enkel. Martina, ich habe gestern Bärlauch gegessen in der Kantine. Keine blauen Verfärbungen. Oh Gott, danke. Das ist einer der Gründe, warum ich beim Schnitzel bleibe. Herr Stein, entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten mussten, ist meine Kollegin Frau Seifert. Guten Tag, nehmen Sie Platz. So. Ja, wissen Sie denn mittlerweile, was eigentlich passiert ist? Ihre Großmutter und Herr Franke haben unseren Erkenntnissen nach beide Omelette mit Bärlauch gegessen. Wissen Sie zufällig, woher der Bärlauch stammte? Na, ich habe ihr vor 2 Tagen eine ganze Tüte voll mitgebracht. Wieso? Wir haben ermittelt, dass eine Giftpflanze dazwischen war. Wo hatten Sie ihn denn her, den Bärlauch? Den habe ich selbst gepflückt. Der wächst im Wald ja wie Unkraut. Was denn für eine Giftpflanze? Die Herbstzeitlose. Wie sieht die denn aus? Die Bärlauch. Sie meinen, das wäre furchtbar. Kann ich dafür belangt werden? Herbstzeitlose, direkt aus dem Vorgarten von Gisela Stein. Müssen dort erst vor kurzem abgeschnitten worden sein. Also Zufall geht anders. Mhm. Kann zwar noch nicht 100% sagen, ob die Pflanzen identisch sind mit denen, die in der Küche verwendet wurden, aber... Du meinst, es ist mit Tötungsabsicht geschehen? Der Enkel hätte problemlos die Pflanzen abschneiden und unter dem Bärlauch mischen können. Wie lange ist das denn her, dass sie abgeschnitten wurden? Die Schnittflächen sind noch ziemlich frisch. Das kann also noch nicht lange her sein. Was heißt denn nicht lange? Dass ich es mir noch mal genauer anschaue. Martina? Joe hatte vielleicht recht mit seinem Verdacht. Die Vergiftung war nicht die erste Körperverletzung an Frau Stein. Die Brandwunde. Laut Frankes Arbeitgeber hat Ulrike Singer der alten Dame die Wunde zugefügt. Die hat es zwar abgestritten, aber Wanninger hat sie trotzdem rausgeworfen. Woraufhin sie angedroht hat, Zitat, der alten Hexe was anzutun. Bestell Frau Singer für morgen früh ein. Ich habe auch noch was Interessantes rausgefunden, und zwar Ansgar Stein hat finanzielle Probleme. Er hat seine Firma in den Sand gesetzt. Konkurs mit 200.000 Euro Schulden. Und sollte er als einziger Angehöriger auch der Alleinerbe sein, dann hätte sich für ihn der Ausflug in die Botanik tatsächlich gelohnt. Da hätten wir ja schon 2 Verdächtige. Ja, wobei ich auf Ansgar Stein setzen würde. Er hat nämlich eine Ausbildung zum PDA abgebrochen, bevor er Grafikdesign studierte. Dann könnte er sich ja mit Pflanzengiften auskennen. Wo hat er denn die Ausbildung gemacht? In der Apotheke am Marienplatz. Inhaber war ein gewisser Herbert Majowski. Der Ehemann von Ingrid Majowski, der Nachbarin? Ja. Hast du schon mit dem Mann gesprochen? Nee, seine Frau sagt, er sei verreist und ich habe ihn die ganze Zeit versucht, über Handy zu erreichen. An seiner Stelle wäre ich auch immer verreist. Weit weg. Gut, ich kümmere mich jetzt um meine abgetaute Tiefkühltruhe. Ich guck mal, was der Chef will. Morgen früh werde ich mit Joe gleich als erstes zu den beiden alten Damen fahren. Wenn der Täter direkt vor dem Haus die Herbstzeitlose abgeschnitten hat, dann hat er vielleicht doch eine von den beiden was gesehen.
Stolling, mein Lieber, komm rein, mach die Tür zu. Sie kennen sich doch mit Autos aus. Ja, aber eher mit richtigen Autos, doch nicht mehr sowas. Das ist ein richtiges Auto, nur eben etwas kleiner. Okay, was ist Ihr Problem? Also ich bin mir sicher, es gab wohl einen Überspannungsschaden beim Laden des Akkus. Meine Enkelin, die hängt sehr an diesem Spielzeug. Soll ich mal? Ja, bitte. Aber ist das Ding hier nicht viel zu cool für ein kleines Kind? Das ist ja nicht irgendein Kind. Gucken Sie mal, hier. Das stimmt doch was nicht, oder? Okay, ich würde mal sagen, das hier muss hier rein. Oh, das ist bestimmt eine Sicherung. Ah, Rico Sander hat sowas eigentlich ständig auf Lager oder Schrotti, aber nein, der ist auf Malle. Friedemann. Toll. Ach, Ansgar, der Ball. Ja, gleich. Ansgar. So, hier ist er. Kann ich sonst noch was für euch tun? Eine Jacke, was zu trinken? Lass nur, es geht schon. Ach, der junge, gut aussehende Kommissar. Und Sie, Frau Stein, geht's Ihnen besser? Es muss. Das hier ist meine Kollegin, Frau Seifert. Herr Stein, könnte ich Sie ungestört sprechen? Natürlich. Hallo. Ansgar sagt, dass ich in dem Bärlauch eine giftige Pflanze befunden hätte? Ja, das war die Herbstzeitlose. Und sie stammt sogar aus Ihrem eigenen Vorgarten. Haben Sie gar nicht bemerkt, dass sie abgeschnitten worden ist? Nein, das ist ja furchtbar. Haben Sie vielleicht gestern oder vorgestern jemanden gesehen, der sich in Ihrem Vorgarten zu schaffen gemacht hat? Nein. Und Ihr Enkel? Kümmert er sich immer um den Garten? Ach, Sie meinen Ansgar? So ein guter Junge, ein Versager ist der Gieser. Ansgar ist das doch nicht gewesen. Und Ulrike Sänger, Ihre vorige Pflegerin, ist die in letzter Zeit mal hier gewesen? Vielleicht. Wann denn genau? Vor 2 Tagen oder gestern? Ich weiß das nicht, ich bin so durcheinander. Frau Stein, das wäre jetzt schon wichtig. Wann war sie hier? Ich weiß es nicht. Frau Stein, bitte. Vielleicht. Ach, ich bin so müde. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Ansgar! Ansgar! Ja, ich komme gleich. Jetzt glauben Sie, dass ich meine Oma? Das ist absurd. Ihre Großmutter ist vermögend und Sie sind der einzige Erbe. Meine Oma ist die einzige Familie, die ich noch habe. Die bringe ich doch nicht um. Was ist mit der Brandwunde am Arm Ihrer Großmutter? Ulrike, Frau Sänger hat meine Oma verbrüht, weil sie ins Bett gemacht hat zur Strafe. Ansgar! Ja, gleich. Allerdings, was ich nicht recht verstehe, ist, wie sie Frau Sänger ins Haus gekommen sein soll. Ich meine Oma wird sie ja kaum reingelassen haben. Und wenn, hätte sie ihnen das erzählt. Klar war ich sauer, als Wanninger mich gefeuert hat. Aber auf einen Chef, der einen beim kleinsten Problem feuert, kann ich gut verzichten. Was arbeiten Sie jetzt? Ich Kellner. Solange Wanninger mir kein anständiges Zeugnis ausstellt, bekomme ich leider keinen richtigen Job. Wann waren Sie zuletzt bei Frau Stein? Das muss ungefähr vielleicht 10 Tage her sein. Frau Stein hat meinem Kollegen gegenüber was anderes ausgesagt. Dann hat sie dabei was durcheinander gebracht. Warum waren Sie überhaupt noch mal bei Frau Stein, nachdem Ihnen gekündigt worden ist? Ich habe mir Sorgen gemacht um die alte Dame. Sie haben Frau Stein eine schwere Verbrennung zugefügt. Das war ich nicht. Das hat Frau Stein ihrem Chef gegenüber aber behauptet. Mir hat sie gesagt, dass sie nie irgendwelche Anschuldigungen gegen mich erhoben hat. Sondern keine Ahnung, das hat mir mein Ex-Chef nicht gesagt. Vielleicht Ansgar. Und die Brandverletzung kommt woher? Darüber wollte Frau Stein nicht mit mir reden. Aber mit so vielen Leuten hat sie ja keinen Kontakt. Sie verdächtigen Ansgar Stein, seine Großmutter verletzt und Sie dessen bezichtigt zu haben. Aus welchem Grund sollte er das tun? Keine Ahnung, was in dem vorgeht. Der lügt doch sowieso, sobald er den Mund aufmacht. Wenn es stimmt, was Sie sagen, warum sind Sie dann nicht gegen die Kündigung vorgegangen? Dann hätte ich auch noch den Anwalt bezahlen müssen. Jedenfalls bin ich im Einvernehmen mit Frau Stein auseinandergegangen. Sie brauchen sie nur fragen.
Sie brauchen sie ja nur zu fragen. Meine Oma würde Ihnen jetzt schon erzählen, wer hier lügt und wer nicht. Es ist eine Unverschämtheit zu behaupten, ich hätte meine Oma misshandelt. Wie kommt Frau Sänger denn dazu, sowas zu behaupten? Das weiß ich doch nicht. Hören Sie, meine Oma hat mir unter Tränen geschildert, wie Ulrike, wie Frau Sänger sie misshandelt hat. Sie hat gezittert dabei vor Angst. Warum haben Sie keine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet? Weil meine Oma das nicht wollte. Tatsächlich? Ja, so ist sie eben. Zu gut für diese Welt. Herr Stein, gehen Sie nach Hause. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Ja, natürlich, selbstverständlich. Kann ich mich jetzt endlich um meine Oma kümmern? Ich denke, es ist besser, wenn Sie sich bis auf Weiteres von Ihrer Großmutter fernhalten. Eine letzte Unterschrift, bitte. Da sind Sie verpflichtet. Halten Sie sich bitte für weitere Fragen zur Verfügung. Es tut mir leid, dass es etwas gedauert hat. Wie geht's dir? Wie, das fragst du noch? Die denken, dass ich meine Oma umbringen wollte. Oder warst du das wieder? Ich? Was willst du mir eigentlich noch alles in die Schuhe schieben? Wieso? Du hast sie doch misshandelt. Dass du immer noch lügst. Erst machst du dich an mich ran, obwohl du eine Freundin hast und... Ja, natürlich haben Sie den Jahresbericht rechtzeitig auf dem Tisch. Nein. Ja, wir waren ja schon immer von der schnellen Truppe, Herr Oberstaatsanwalt. Wiederhören. So, und das kriegt der Kaiser auch noch alleine hin. Jan hat sich gemeldet, der hat die Schnittstellen untersucht und meint, die Pflanzen müssen so vor 22 bis 24 Stunden abgeschnitten worden sein. Das heißt gestern früh. Du müsstest also nochmal Frau Majowski befragen, ob sie da irgendjemanden gesehen hat. Anna? Könntest du zu Frau Majowski fahren? Ich habe hier... Also ich bin hier gerade in einer total wichtigen Sache dran. Ah ja. Was ist das denn für eine... Was ist das denn für eine total wichtige Sache? Ich muss den Herbert Majowski befragen, weil der hat ewig nicht zurückgerufen. Und deshalb habe ich jetzt sein Handy geortet. Rico, ich bin sicher, dass Frau Majowski dir beantworten kann, wo ihr Mann ist. Aber Herbert Majowskis Handy ist hier in Stuttgart. Ja, dann wird er es vergessen haben oder vielleicht ist er ja auch schon zu Hause. Aber das hat uns seine Frau nicht gesagt. Ja. Ja, jetzt kann ich unmöglich weg. Ja, ich muss alle Systeme neu starten, wenn der Strom wieder da ist, ja? Muss ich. Giselas Enkel Ansgar hat nur ein Jahr in der Apotheke von meinem Mann geschafft und die Ausbildung dann abgebrochen. Ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Ja, aber Ihr Mann vielleicht schon. Mein Kollege, der hat jedenfalls vergeblich versucht, Ihren Mann auf dem Handy zu erreichen. Ich verstand nicht, was Sie vom Herbert wollen. Nur ein paar Fragen stellen. Wo können wir ihn denn erreichen? Gisela! Sag ihm doch, dass Herbert dich nicht angerufen hat, Ingrid. Ihr Mann hat sie verlassen. Sie weiß nicht, wo er ist. Und sie wollte es nicht sagen, weil sie sich schämt. Okay, wo ist er denn jetzt? Das wissen wir nicht. Und das wollen wir auch gar nicht wissen. Herbert ist schon seit 2 Jahren nicht mehr hier. Das ist einfach die tragische Geschichte einer alten Frau, die wegen einer Jüngeren verlassen worden ist. Gisela. Das ist doch aber so. Na gut, also wir wissen mittlerweile, dass die Giftpflanzen frisch abgeschnitten worden sind. Das heißt, der Täter muss morgens in Ihrem Haus gewesen sein, um sie dem Bärlauch beizumengen. Und Sie haben ihn ganz sicher nicht gesehen. Und das hätte ich Ihnen ja wohl gesagt. Tut mir leid, nein. Wer hat ihr denn diese Brandwunde zugefügt? Das war ein Unfall. Hören Sie mal, wen versuchen Sie hier eigentlich zu schützen? Niemanden. Ihnen ist hoffentlich klar, dass man versucht hat, sie zu vergiften? Aber das kann doch ein Versehen gewesen sein. Gisela. Also, ja,
Irgendwie wirkt sie manchmal fast ein bisschen dement, diese Frau Stein, obwohl sie noch gar nicht so alt ist. Haben Sie eine medizinische Ausbildung oder woher beziehen Sie Ihr Wissen, Herr Stoll? Nein, Herr Kaiser, ich habe nur das Gefühl, dass sie irgendwas verbergen will. Das sagt mir mein Bauch. Vielleicht, weil sie Sven Franke selbst vergiftet hat? Ja, und dazu sich selbst, um von sich abzulenken. Und was könnte ihr Motiv gewesen sein? Weiß ich nicht. Wie war denn das Verhältnis zwischen ihr und Sven Franke? Soweit ich weiß, ausgezeichnet. Herr Kaiser, haben Sie Friedemann oder Rico schon gefragt? Nein. Soll ich? Nein. Ich habe die Alibis überprüft. Ansgar Stein hat ein Vorstellungsgespräch, das ist hieb- und stichfest. Aber Ulrike Sänger, die war angeblich alleine zu Hause. Okay, Motiv hätte sie auch. Immerhin hat sie ihren Job verloren. Aber hätte sie sich dann nicht eher an Ansgar gerecht? Es kommt darauf an, was wir ihr glauben. Arnaud hat von der Sänger Fingerabdrücke in dem Haus gefunden. Von wann die sind, lässt sich allerdings nicht genau bestimmen. Immerhin hat sie ja mal dort gearbeitet. Toll. In jedem Fall hat sie uns vorenthalten, dass sie und Ansgar Stein Gefühle füreinander hatten. Habe ich vorhin beobachtet. Frau Stein, ganz ruhig. Wir sind sofort bei Ihnen. Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Sie wirkt total aufgeregt. Fahr hin. Komm mit. Wo ist eigentlich... Ja? Hier steckst du. Ja, wo denn sonst? Joe hätte bei den beiden alten Damen ein bisschen Unterstützung gebrauchen können. Entschuldigung, ich habe ja auch ermittelt, ja? Und was? Diese Herbert Majowski. Herbert Majowski, da bist du immer noch dran. Ja, die Anna hat gesagt, ich ja, soll ihn mal... Ja, du solltest ihn zu Ansgar Stein befragen. Aber mittlerweile wissen wir, dass Herr Stein zur Tatzeit ein Alibi hat. Aber der Herbert Majowski... Herbert Majowski ist für unsere Ermittlung nicht mehr relevant. Das sollte der vielleicht sein. Nico! Nein, ich muss das jetzt mal klären. Das kann doch nicht so weiter. Ansgar, bitte. Nein! Herr Stein! Ansgar! Nein! Problem? Herr Stein! Was war hier los? Wir haben endlich mal geredet. Über die Sache mit der Brandwunde und über uns. Warten Sie hier. Seine Oma ist böse. Du bist gestorben! Okay. Los, komm! Ich bin alles da! Schön, hier geblieben. Alles in Ordnung, setzen Sie sich doch. Sicher, alles okay? Gut. Ja. Warum haben Sie das getan, Herr Stein? Also, ich habe nie Glück mit Frauen gehabt, nie. Ja, bis Sie Ulrike Sänger getroffen haben. Ja, wir haben uns total ineinander verliebt. Alles lief super. Und dann hat sie ganz plötzlich von mir abgewendet. Frau Stein hatte mir erzählt, dass er eine richtige Beziehung hätte. Und dass er bei mir nur ein bisschen Abenteuer sucht. Ulrike sei nur hinter Männern mit Geld her, sie sei ein schlechter Charakter. Das hat meine Oma mir alles erzählt. Und als Beweis hat sie mir die Brandwunde gezeigt, die ihr Ulrike angeblich zugefügt hat. Dabei muss sie sich die selbst zugefügt haben. Damit er schlecht über mich denkt und sie mich los ist. Wie kommen Sie darauf? Sie hat sogar mal Inkontinenz vorgetäuscht, als Ansgar zu Besuch war. Und wissen Sie auch wieso? Sie werden es mir gleich sagen. Damit ich keine Zeit hatte, mich mit ihm zu unterhalten. Sie hat mich mein ganzes Leben lang manipuliert. Das ist mir jetzt erst klar geworden. Ich will mit Freunden in Urlaub, da wird sie plötzlich krank. Ich kriege ein ganz tolles Stellenangebot in Norddeutschland. Prompt kriegt sie Herzprobleme. Den Job habe ich natürlich nicht angenommen. Ihre Oma hat versucht, sie zu manipulieren. Aber es war doch jedes Mal ihre eigene Entscheidung. Sie sind doch ein erwachsener Mann. Ich kann mich nicht gegen sie behaupten. Sonst wäre das vorhin noch gar nicht passiert. Gisela Stein will vermutlich keine Anzeige gegen ihren Enkel erstatten. Natürlich nicht. Wo willst du denn hin? Ach, das bedeutet nichts. So, und jetzt? Nee, da bist du ja. Unser lieber Kollege Dr. Drückeberger hat bestimmt irgendwas total Interessantes rausgefunden. Herbert Majowski. Es ist was faul mit ihm. Ich höre. Die Majowskis haben noch immer ein gemeinsames Bankkonto, auf das sowohl seine große Rente als auch die wesentlich kleinere von ihr einfließen. Aber dieses Konto weist keinerlei Hinweise auf Miete für eine andere Wohnung oder Telefonkosten
oder Ähnliches auf. Aber irgendwovon muss er doch leben. Eben. Und soweit ich weiß, hat er auch weder das gemeinsame Haus noch seine Frau. Das hier ist doch seine Frau. Ja. Jemals verlassen. Was sagt denn Ulrike Sänger? Die hat doch auch für Majowskis gearbeitet. Sie sagt, sie hätte Herrn Majowski nie zu Gesicht bekommen. Ich habe auch noch mal mit Warninger telefoniert. Frau Majowski hat den Pflegedienst bis auf Weiteres abbestellt. Das reicht, diesen Spuk klären wir jetzt mal auf. Wir lassen uns doch nicht von zwei alten Damen. Sie stellen das Haus auf den Kopf und dann bringen Sie diesen Herbert Majowski. Ja, den bringen Sie her. So machen wir es. Und du kommst mit. Herr Sonntag, das ist ja gut, dass ich Sie treffe. Wissen Sie, meine Enkelin, die ist ja technisch nicht so. Und da dachte ich, Sie wären... Rico? Nee. Guten Tag, Frau Majowski. Wir haben... Lauter. Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss. Na und? Wo ist Ihr Mann? Das habe ich dir doch schon gesagt. Er ist weg. Frau Majowski, bitte. Ich muss es uns entfernen lassen. Sie lassen mich jetzt durch. Und weh, Sie fassen mich noch an der Gnade, Ihnen Gott. Dann nochmal. Das ist alles ein bisschen aufregend für ihn. Das kann man sagen. Was sucht sie denn? Ihren Mann, wie wir gesagt haben. Er ist nicht da. Ja, genau das glaube ich dir nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir beide miteinander im Sandkasten gespielt hättet, junger Mann. Für Sie immer noch Frau Majowski. Ja, und Sie hören ja noch viel besser, als ich dachte. Du schwaches Herz gehabt. Schon immer. Und vor 2 Jahren. Eines Tages ist er einfach nicht mehr aufgewacht. Einfach so. Ich schwör's Ihnen. Und warum haben Sie Ihren Mann nicht ordentlich bestattet? Wegen seiner Rente. Wie bitte? Wegen seiner Rente. Mein Mann hat eine gute Rente bezogen. Aber ich habe doch kaum selber gearbeitet. Er wird doch für Sie vorgesorgt haben. Schon. Aber unseren bisherigen Lebensstandard, damit allein hätte ich das nicht halten können. Frau Majowski. Ich bin 76. Wie mein Mann gestorben ist, war ich 74. Ein bisschen zu alt für einen Neuanfang. Also haben Sie Ihren Mann eingefroren und weiter seine Rente kassiert. Aber Sven Franke hat es entdeckt. Herr Franke hat nichts davon gewusst. Wie kommt es dann, dass wir seine Fingerabdrücke an der Tiefkühltruhe gefunden haben? Sie leiden an Hüftarthrose, richtig? Sie konnten Ihren Mann unmöglich alleine in den Keller schleppen und in die Truhe hieven. Ihre beste Freundin,
Gisela Stein hat Ihnen dabei geholfen. Und gestern Morgen bei dem Stromausfall hat Herr Franke die Leiche Ihres Mannes in der Tiefkühltruhe entdeckt. Wie hat er reagiert? Er hat mir ein Ultimatum gestellt. Wenn ich mich bis zum Abend nicht selber angezeigt hätte, hätte er es getan. Und um das zu verhindern, haben Sie vor dem Haus die Herbstzeitlosen abgeschnitten und unter dem Bärlauch gemischt. Dabei hätten Sie den Tod Ihrer Mitwisserin, Ihrer besten Freundin, einfach in Kauf genommen? Nein. Ich würde Gisela niemals etwas antun. Wie war es denn dann? Ich will einen Anwalt. Es handelt sich zweifelsohne um die Leiche von Herbert Majowski, wie der Abgleich des Zahnschemas ergeben hat. Wie ist er ums Leben gekommen? Blutgerinnsel. In einer arteriosklerotisch veränderten Engstelle des Herzkranzgefäßes. Ein Teil des Herzmuskels ist abgestorben. Oder vereinfacht ausgedrückt, der Mann hatte einen Herzinfarkt. Dann hat Ingrid Majowski in dem Punkt die Wahrheit gesagt. Oh, lassen Sie mich das machen. Danke. Kann ich Sie um einen fachlichen Rat bitten? Ja, im Hinblick worauf? Eine alte Dame von 76 Jahren mit Hüftarthrose, die am Stock geht. Könnte die sich in einem Beet tief genug bücken, um Herbstzeitlose abzuschneiden? Ich müsste natürlich zunächst die medizinischen Unterlagen einsehen, um sicher zu gehen, aber das erscheint mir doch mehr als unwahrscheinlich. Das kann sie auch nicht alleine gemacht haben. Ansgar, komm doch noch mal auf den Kaffee rein. Nein, Oma, ich hab dir schon gesagt, es tut mir leid, was heute Nachmittag passiert ist, aber du wirst mich nie wieder so weit bringen. Ansgar, mein Junge. Leb wohl. Warte doch mal, du kannst doch nicht einfach, geh doch nicht, du bist doch nicht, und dann mit der. Herr Stoll, kommen Sie doch rein. Ja, das geht leider nicht. Meine Kollegin wartet. Aber naja, ich wollte Sie nur mal auf den neuesten Stand der Ermittlungen bringen. Frau Majowski wird jetzt erstmal dem Haftrichter vorgeführt. Wegen Mordes und versuchten Mordes und wegen Betrugs. Und auch wegen Störung der Totenruhe. Von der Leiche im Kühlfach haben Sie bereits gehört? Ja, aber Frau Stein, ich will jetzt nicht, dass Sie irgendwas aussagen, was Sie eventuell belasten könnte. Ich wollte Sie nur informieren. Alles Gute. Tut mir leid. Und? Herr Stoll? Warten Sie. Sie irren sich. Ingrid ist bei mir gar nicht an dem Morgen im Haus gewesen. Sie kann das nicht gemacht haben. Wir haben das Bettlaken untersucht. Sie sind nicht inkontinent. Sie haben Apfelsaft auf Ihre Matratze gekippt, damit Sven Franke abgelenkt war, während Sie die giftigen Pflanzen abgeschnitten haben. Sie waren doch mal Biologielehrerin. Sie kennen sich aus mit Pflanzen. Frau Stein, es hat doch jetzt alles keinen Sinn. Erzählen Sie uns doch bitte einfach, wie es war. Sven Franke hatte mir eben berichtet, dass er die Leiche in der Tiefkühltruhe gefunden hatte. Und dass er die Sache melden wolle. Ich war in der Küche und habe auf ihn eingeredet. Ich habe versucht, ihm begreiflich zu machen, dass Ingrid eine alte Frau ist und dass sie das nicht überleben würde. Aber er ließ sich nicht davon abbringen. Und dann fiel mein Blick aus dem Fenster auf die Herbstzeitlose mit dem Bärlauch in meinen Händen. Und in dem Moment dachte ich, dass das ein Wink des Schicksals ist. Soll ich schon mal den
Tisch decken. Könnten Sie zuerst das Bett machen? Mir ist dann Malheur passiert. Ist gut, Frau Stein. Ich habe ihn gebeten, die Matratze zu lüften. Und in der Zeit habe ich die Herbstzeitlose abgeschnitten und mit dem Bärlauch vermischt. Aber warum das Ganze? Doch nicht etwa, um Frau Majowski zu schützen. Gut, sie hat sich strafbar gemacht, aber... Sie hätte wegziehen müssen. Sie sind noch jung. Sie wissen nicht, wie das ist, wenn das Adressbuch immer dünner wird, weil die Freunde wegsterben. Und man irgendwann nur noch einen einzigen Menschen hat, den man kennt. Sie hatten Angst, dass Sven Franke Ihnen Ihre einzige, Ihre letzte Freundin wegnimmt? Ich hatte Angst, vor Einsamkeit zu sterben. Und ich dachte mir, entweder er oder ich. Und habe mich entschieden. Hätten wir das wenigstens mal geklärt. Wo ist eigentlich der Kaiser? Ich meine, zum Loben. Auf die Plätze, fertig, los! Ja. Hä? Und? Ja. Naja, fragen können Sie aber. Von Technik haben Sie trotzdem keine Ahnung. Sonst hätten Sie die beiden Kabel nicht zusammengesteckt. Da war ich ja gar nicht so. Das war seine Enkelin. Ja, natürlich. Ja. Los! Ins Köpfe. Entschuldigen Sie die kurze Unterbrechung, liebe Hörer. Eine Eilmeldung. Der Stromausfall heute Morgen in weiten Teilen Stuttgarts wurde durch Tiefbauarbeiten am Hauptbahnhof ausgelöst. Die beschädigte Leitung konnte mittlerweile repariert werden. Und weiter geht's im Dreivierteltakt. Frau Majowski? Frau Stein kann Sie nicht hören. Ist sie tot? Nein, sie lebt. Frau Majowski, gehen Sie doch nach Hause. Mein Kollege Rico Sander wird Sie begleiten. Bei mir ist aber nicht aufgehört. Das macht nichts. Mein Kollege möchte Ihnen auch nur ein paar Fragen stellen. Ja, kommen Sie mit. Entschuldigung, ich muss noch mal nach Hause wegen des Stromausfalls. Konnte heute Morgen Ihr Referat nicht ausdrucken können. Tiefkühltruhe habe ich vergessen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Sander. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Mein Name ist Sander. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Schreit Sie mir doch nicht so an. Um 13:22 Uhr hat Ingrid Majowski die Kollegen verständigt, weil sie sich Sorgen gemacht hat um ihre Nachbarin, Gisela Stein. Die Kollegen, danke. Haben dann die Haustür geöffnet und die alte Dame bewusstlos am Boden liegend vorgefunden.
Ja. Können Sie mir jetzt einfach schildern, was genau passiert ist? Gisela kommt jeden Mittwoch zu mir rüber, zum Katerspielen. Seit 13 Jahren. Seit ihrer Pensionierung machen wir das so. Heute war alles anders. Er hat mich gewundert, weil der Wagen vom Herrn Franke noch da stand. Ja, und hier liegt noch die Leiche von Ihrem Pfleger, Sven Franke. Guten Tag. Darf er Seifert. Frau Bardusi? Hallo. Tja, lass mal keinen Hinweis auf einen Einbruch oder so. Das Fenster schon zwar auf, aber sieht nicht so aus, als ob jemand eingestiegen wäre. Wo bin ich stand geblieben? Sie haben sich gewundert, da der Wagen vom Herrn Franke noch da stand. Was genau haben Sie dann gemacht? Ich hab mir natürlich Sorgen gemacht. Hab geklingelt. Hab probiert, durch die Briefkasten zu gucken. Bin ums Haus rumgeschlichen. Wie Miss Marple. Dann habe ich Ihre Kollegen verständigt. Was wissen wir denn über den jungen Mann? Sven Franke war angestellt beim mobilen Pflegedienst Wanninger. Er hat für beide Nachbarinnen gearbeitet. Von morgens war er drüben bei Frau Majowski und dann ab 9 Uhr hier bei Frau Stein. Irgendwelche Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung? Bisher habe ich noch keinen entdecken können. Todeszeitpunkt war vor etwa 1 bis 1,5 Stunden. Also zwischen 12:30 und 1. Danke. Können Sie schon was zur Todesursache sagen? Bläulich verfärbte Lippen bei ihm. Schluckbeschwerden und Übelkeit bei der alten Dame. Aufgrund der Symptome würde ich vorsichtig auf Gift tippen. Wie spät ist es? Kurz vor 2. Die Nachrichten fangen gleich an. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Der Herr Franke, der hat doch auch bei Ihnen gearbeitet. Heute Morgen zuletzt, ne? Was genau können Sie mir über den erzählen? Er war nur so jung. Gerade wie Sie. Ja. Aber was genau hat er bei Ihnen gemacht? Einkaufen, kochen, putzen? Ja, lassen Sie mich jetzt vorbei, oder nicht? Entschuldigung. Das ist gerade alles ein bisschen viel. Sie sind ja ein lieber Kerle. Aber warum schreien Sie so? Kuchen sind Sie nicht mehr gekommen. Tja, zum Frühstück gab's jedenfalls Omelett mit Bärlauch am ersten Test. Riecht auf jeden Fall nach Bärlauch. Anna, würdest du die Angehörigen des Toten informieren? Und ich gebe dir Bescheid, sobald ich was Auffälliges finde. Hm? War das denn normal, dass Sie mit dem Herrn Franke zusammengegessen haben? Eigentlich nicht. Aber er ist ja jung und kräftig und ich esse ja nur noch wie ein Spatz. Es ist ja schade ums Essen, bevor ich es wegwerfe. Hm. Was ist denn nach dem Essen passiert? Das weiß ich nicht. Ich habe Kreuzworträtsel gelöst. Und Herr Franke hat den Haushalt erledigt. Und danach wollten wir noch gemeinsam Kaffee trinken. Und plötzlich war es ihm nicht gut und er musste sich setzen. Und dann ganz plötzlich ist er zu Boden gesackt. Ich muss wohl auch das Bewusstsein verloren haben. Mhm. Wie geht's ihm denn eigentlich? Der Herr Franke hat's leider nicht überstanden. Also, der Herr Franke ist verstorben. Oh Gott. Können Sie nicht noch ein bisschen hier bleiben? Aber klar. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihrem Pfleger? Ach, eigentlich gut. Er war ein guter Junge. Ach, wo haben Sie denn diese Brandwunde her? Das war nichts. Das sieht aber nicht aus wie nichts. Wie ist das denn passiert? Ich war etwas ungeschickt. Ansgar! Oma, was machst du denn für Sachen? Das ist Herr Stoll, ein Polizist. Ein echter Kommissar, stell dir vor. Herr Stoll? Ja? Das ist mein Enkel, Ansgar. Ja, darf ich mal sehen? Das hier ist Oma, wie geht's dir denn? Ach, frag nicht, Junge.
Ich möchte sogar nach Hause. Ja. Also die richtige. Entschuldigung.